Jabba, du meine kleinen Gamer Kings, und hier ist zum dritten Mal jetzt schon das E3 Video. Das nehme ich jetzt schon zum dritten Mal auf. Und warum? Beim ersten Mal habe ich das Video nicht gespeichert. Und beim zweiten Mal war die Musik im Hintergrund zu laut. Aber jetzt nehme ich es ja trotzdem noch für euch auf. Das ist der coole Typ hier, der grüßt euch, glaube ich, nochmal. Und wir sehen, wir haben hier wieder schön Gamer Kings Logo auf unseren Sachen. Ja, eigentlich bin ich hier hochgefahren, um euch ein schönes Abschiedsbild zu machen, aber das müssen wir ja sowieso jetzt nochmal alles neu machen. Jetzt fahren wir halt mit meiner schönen Kaktus rum. Und naja. Gut, jetzt mache ich mal Musik ein und hoffe ich, dass das diesmal nicht so laut ist. Ich mache extra mal ein bisschen leiser nochmal. So ein bisschen kommt jetzt wahrscheinlich, aber. Ups, wo ist mein Motor? Ach, da. So. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug, meine Stimme. Und nicht mal die Musik ist zu laut. Ja, also E3. Wir gehen durch von EA. EA, was haben die gebracht? Ich habe die Pressekonferenz von Need for Speed geguckt und ich freue mich richtig auf das Spiel. Wir sehen viele Autos, richtig Tuning, richtig Cops, und es gibt 5 Wege, diese Story zu spielen. Customization, das heißt, du tunst dein Auto einfach so geil wie möglich auf. Und dann gibt es noch, wie heißt es, Speed, Performance, also bitte. Gewinne die Rennen so schnell wie möglich. Dann gibt es noch Style, also Drift und Sprünge und so. Sowas hier. Sprünge. Jo. Und Cops. Das heißt, hau von den Cops ab. Mach richtig Huning. Und mach das am besten mit deinen Freunden zusammen. Denn das ist noch ein Aspekt, der auf jeden Fall im Spiel richtig gut klarkommt. Es ist auch mal eine Innovation drin. Erstens, wir haben lizenzierte Bodykits. Das gab es lange nicht mehr, glaube ich. Und auch haben wir Auspuffe, die den Sound verändern. Ich weiß nicht, warum das kein Spiel geschafft hat, das zu machen. Weil ich meine, ich glaube, das ist nicht so schwer. Ich will mich da nicht einmischen, aber ich meine, da so einen Filter drüber zu legen, ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Ich würde da jedenfalls nur so einen Filter drüber legen, irgendwo rauschen oder. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Wuhu! Erstmal hier schöne E-Cola snacken. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal wieder in Ego-Modus. Und dann. Ah, ich wurde angefahren. Das muss ich mir leider nachbekommen. So, danach kam Star Wars Battlefront, und ich bin zwar kein Star Wars Fan, aber das Spiel sah geil aus. Das sieht geil aus. Ich meine, ich werde es mir nicht holen, aber Bob Gocke ist davon sehr, sehr beeindruckt. Er findet dieses Spiel richtig gut, meiner Meinung nach. Also finde ich, dass er das so rübergebracht hat mit: Ey, Star Wars war übel geil, ein mega geiles Spiel. Ja, okay, so hat er es vielleicht nicht gesagt. Dann wird er sich bestimmt auch nochmal bei mir beschweren, wenn er mich sieht. Da und damit okay. Ist er wieder. Ja, böse. Björn ist ganz böse. Der haut mich immer. Ja. Ja. Take it easy. Sorry, das musste ich tun. Ich habe keine Lust, dass der mich jetzt abknallt oder sowas. Ja, also sieht mega geil aus auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, auch ein richtig gutes Spiel. Dann kommen wir zu Ubisoft. Und was haben die angekündigt? Ja, The Crew, The Wild One DLC und. Was sage ich dazu? Das seht ihr in einem anderen Video, was ich euch hier unten nochmal verlinke. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse. Ja, also. Nein, nein. Ja, genau. Komm mit Hubschraubern. Okay, ich warte jetzt hier einfach mal. Oder nein, ich warte nicht, dass es nicht so ist. Ja. Haben die noch irgendwas gebracht? Ja, Assassin's Creed.
das Neue. Es wird in London spielen und die Map wird so riesig sein. Es wird in London spielen und jeder der 5 Stadtteile, ich glaube es war London, wird so groß sein, jeder der Stadtteile, wie die komplette Map von Assassin's Creed Unity war. Nicht gut. Ja, genau, braucht eine Betonwand dahin. Ubisoft also auch vertreten. Dann besetzt er mit Fallout 4 und das. Fallout 4 ist jetzt mit italienischem Sponsor. Nein, Fallout 4. Und da haben wir richtig schön wieder Fallout. Einen Hund haben wir. Wir haben richtig geil bauen. Wir können richtig viel bauen. Ich sehe hier nichts. Also bauen ist auf jeden Fall auch wieder richtig mit dabei. Das wird mega, glaube ich. Schätze ich. Hoffe ich. Was war noch dabei? Wir haben... Ich weiß gar nicht mehr, waren noch viel mehr dabei. Tropico 5 wird auf jeden Fall heute noch aufgenommen. Also von der E3 war es das, glaube ich. Oder fällt mir noch ein. Dieser Stille. It's amazing, diese Stille. War Rockstar, hat glaube ich nichts gemacht. Vorher habe ich was zu gesagt. Oder? Nee. Vorher habe ich glaube ich noch nichts zu gesagt. Oder? Nee, vorher habe ich nichts zu gesagt. Ja, Microsoft war natürlich auch vertreten. Mit Forza 6. Und Forza 6 wird Forza mit vielen Autos. Ford GT mit V6 jetzt Titelbild. Ich finde das mit, dass der ein V6 hat, richtig behindert von dieses Downsizing ist nicht meins. Ich meine ja, Umwelt und so, aber nicht bei nur einem Auto. Ich meine, dann baut in euren, keine Ahnung, dann hört auf zu rauchen oder sowas. Das ist ja auch irgendwie Umweltverpestung, ja. Also, ja, ich gebe den Rauchern die Schuld an der Umweltverschmutzung. Ganz genau, ihr habt das schon richtig verstanden. Nein, also bei Forza, der guckt und Need for Speed guckt auf jeden Fall bei LPN und Fußball. That ain't gonna work. I can't bring it right now. Was, ist der irgendwie doof oder was? Achso, weil die Polizei nicht kommt. Wow! Das nenne ich mal ein Geländewagen. Das war cool. Nee, also guckt bei LPN 05 rein. Da macht doch einen Link in die Beschreibung, damit ihr den findet. Weil der hat da richtig viel zugemacht. So dass ihr den auf jeden Fall nochmal ein bisschen nerven könnt mit euren Likes und Abos, weil der ist echt gut, meiner Meinung nach. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Also, ja, also warte. Erstmal schön. Sanchez. It's on the way. PlayStation hat Uncharted 4. Uncharted 4 wird auch geil. Uncharted 4. Nur wird Drake wahrscheinlich das letzte Mal dabei sein oder in dem Teil sterben, weil sie haben gesagt, Drake, sieht sehr gut aus für seine letzte E3. Ja. Wer wird er sterben, dann stirbt er. Ich habe Uncharted 3 nicht gespielt, aber Uncharted 4 sah mega geil aus. Außerdem kamen Sachen zu Neck 2. Ich habe ja Neck 1 gespielt und war so ein bisschen enttäuscht. Das war mein erstes Spiel auf der PS4 und es war cool. Es hat Physik Engine gezeigt und so. Es war halt so ein Kinderspiel. Und es war so eintönig. Und ich irgendwie Sandy war so nicht cool. Also auf jeden Fall war die E3, glaube ich, ein guter Erfolg. War auch kein schlechtes Jahr, denke ich, für die Spielebranche. Ich denke auch, dann sage ich es nochmal, ja, also Call of Duty, Frank war auch da mit BO3. Das spielt ja, also Knecke hat den Shootern
One, also er spielt weder Battlefield mehr noch Call of Duty, aber Black Ops 3. Waren viele enttäuscht, weil es halt wieder so ein Zukunftsshooter geworden ist, WoW. Und wow, wow, Fallschirm, 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 Fallschirm. Ich kann das aber, glaube ich, nicht gut. Hey, wie kann ich denn hier bitteschön fliehen? Ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Ja. Ich weiß nicht, ob das echt, ob sie sich damit einen Gefallen tun, dass man da an Wänden laufen kann und alles Mögliche. Ich glaube, es wird ein Flop. Also, AW war schon echt unbeliebt und mit dem Black Ops 3, wo sie an der Wand laufen, ist auch, glaube ich, nicht viel besser. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, da werden sie sich selber so ein bisschen das Grab geschaufelt haben, weil halt keiner das wollte. Hat keiner gesagt, yo, wir wollen nochmal so einen Zukunftsshooter, das war, fanden wir mega geil. Sondern es haben alle eher gesagt, nee, lass das mal. Wir fanden die alten Call of Duties gut. AW war kacke. Also bitte lasst uns damit in Ruhe. Und ja, ich hoffe, dass die sich damit echt nicht im Grab geschaut haben. Und naja, hier sehen wir unseren coolen Gamer Kings Liga. Und das Video geht langsam zu Ende. Und deshalb würde ich dann einfach mal sagen, ich bin Erwin Go und raus. Tschüss.